Ja, hallo zusammen zu einer neuen Aufnahme Assassin's Creed 3. Ja, wir haben. Huch, wo hat das mich hin? Na, aber hallo. Ich stand doch nie und nimmer hier. Ja, gut. Das Problem wird sich schon auch noch lösen. Wir machen beim Auftrag weiter, sind ja in neue Gefilde gekommen. Und wie gesagt, also eigentlich ist heute Dienstag. Ihr bekommt diese Folge auch heute. Wenn es rein reicht mit dem Upload. Ja, wie gesagt, ich bin in der zweiten Woche der Aufnahmesession. Und ich war bis gestern krank von diesem Falle her. Man hört es mir wahrscheinlich auch noch etwas an. Ja, war es nicht möglich und ich muss jetzt aufholen. Und deshalb starten wir jetzt auch gleich. Und Moment, zuerst will ich mal was schauen. War hier oben nicht noch? Wir hatten doch hier. Ein Pferdchen. Gar backlastig. Nö. Gut. Dann jetzt startet die Zeit und los geht es. Ich will nur mal schnell. Ups, schauen. Also auf der Karte haben wir dann nicht wirklich viel. Ja, dann mal weiter. Dann. Zeig mal, Desmond, was du. Ja. Und natürlich genau in die Richtung, in die ich gehen sollte. Und hier oben. Ich weiß jetzt nicht, ob es schlau ist, sich hier erwischen zu lassen. Ein Waschbärchen! Frühzeitliches Splinter Cell, so dass man jeder Fußspur nach kann. Kommen die Schlümpfe jetzt hier durch? Ich hoff's mal nicht. Wir bleiben da auch mal was in Deckung. Guten Tag, die Herren. Was machst du da genau? Und was erntest du da genau? Ich will's nicht wissen. Hallo, Leute. Fragt mich nicht, wodurch ich muss. Ist sie nicht niedlich? Kätchen will die Wäsche runterholen. Na toll, die Wurst. Da ist ein Pferd. Und grüßt. Na, na, es gibt viel zu sehen. Gibt viel zu sehen. Wir sind noch überhaupt nicht da, wo wir hin sollten. Kann. Nice, ja gut.
Na, geht's? Hab zwar nicht dich gemeint damit, aber man nehme. So. Ich liebe ja Motorradfahren, das ist fast das Gleiche. Wo muss ich durch? Und dann halt querfeldein. Na, was soll jetzt das? Kommst da hin, sonst gibt's Kräuterbutter und aufs Teller. Das wäre. Steigfähig ist das Ding natürlich auch noch. Nee, da willst du nicht drunter. Na, klar. Na, komm jetzt. Das Teil verwende ich zum Bergsteigen. Wie geil ist das? Kann man mit dem Ding auch über Hausdeck hier? Ja, jetzt benimm dich. Du gehörst aufs Teller, Junge. Willst du? Da, alte Chimäre. Ist ja nicht wahr. Dann klaut man sich schon mal ein Pferd zusammen nach ihm noch so etwas. Muss man den Straßen folgen? Wie altmodisch. So, dann, ja. Hätten wir es geschafft. Du bleibst hier. Klepper, du bleibst hier. Und auf in die dritte Sequenz. Habt ihr sie gefunden? Sie hat ihr Lager nicht weit von hier. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Mit den Pferden sind wir schneller. Ja, klar, wo ist mein altes? Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Sir. Braddock besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich bat um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Pitcairns. Ganz zu schweigen von seiner Demütigung. Tut wie verlangt. Ich versuche derweil euch freistellen zu lassen. Der Ärger tut mir sehr leid. Nicht eure Schuld. Jetzt. Zu spät. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Verdammt. Diese Spuren sind frisch. Das müssen ihre sein. Sie hat sich nach oben gewandt. Aus dem Schnee heraus. Okay. Dann mal los. Na, du kommst mir recht. Was sagt mir, dass wir, wenn wir uns dem Schneemobilweg oder was das sein soll, weiter folgen, dass wir wahrscheinlich besser ans Ziel kommen? Wartet hier.
Warte, komm zurück! Kehr zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein zurecht. Aber, Sir! Kein Aber! Geht! Na. Lauf nicht weg! Ich muss mit dir reden! Toll, die Wurst. Ich bin nicht dein Feind! Ja, klar. Bitte, hör mir doch zu! Oh mein Gott, Vibe, so lass mich doch sprechen! Genug von diesem Spielchen! Ihr kehrt zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier... Kein Aber! Jetzt geht! Lauf nicht weg! Ich muss mit dir reden! Wo? Auch wenn es jetzt synchronisiert. Ich bin nicht dein Feind! Hoch! Willst du mich verarschen? Bitte, hör mir. Ihr kehrt zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein zurecht. Aber, Sir! Kein Aber! Geht! Lauf nicht weg! Ich muss mit dir reden! Das schaffen wir doch nie. Ich bin nicht dein Feind! Ja, ich bin auch bitte, nicht dein hör mir Feind, doch zu. Aber. Oh mein Gott, Vibe, so lass mich doch sprechen! Oh, oh, oh. Lächle mal! Also, heute ist der Wurm drin. Das ist ja nicht wahr, oder? Welch Scheißszene! Entschuldigung, die. Das kann's nicht sein. Ja, was dann noch? Na, Gratulation an die Entwickler! Hier mal, sei mal gesagt, ihr habt das natürlich klassisch hingekriegt. Arcade-Spiele lasst grüßen. Na, komm schon. Gut, das soweit mal. Ja, danke an die Entwickler. War ein Highlight. Kommst mir nicht noch mal zu nahe. Was denn? Kostet mich Nerven, Weib! Ist. Und go! Nee, jetzt aber!
Sonst kommt er jede kleine verfluchte Scheißstrecke hoch. Das schaffst du nicht. Nee, ist nicht wahr. Nee, ist wirklich nicht wahr. Nö. Ich kotz im Quadrat. Nee, das ist nicht wahr. Entschuldigung, mein emotionaler Ausrutscher, aber das geht eindeutig zu weit. Zuerst diese Szene hier. Ihr macht doch das absichtlich, Leute. Uns arme YouTuber und Streamer verarschen. Na, komm schon. Da hast du. Nämlich da oben sitzt die Alte. Die Tante sitzt hier oben, lacht sich ins Fäustchen. Nee, die Szene kostet Nerven. Kollege, du bleibst hier. Bist du nicht richtig im Kopf? Ich, Haven. Ich komme in Frieden. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Was willst du? Nun, deinen Namen fürs Erste. Ich bin Gazizio. Ist mir eine Ehre. Gazio? Nenn mich einfach Zio. Dio? Zio. Zio. Und sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich hab euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Schau. Ich bin nicht dein Feind. Nicht weit von hier ist ein Hügel. Triff mich dort. Und wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Na, klasse. Und das ist jetzt... Ne, das Spiel trollt mich doch. In diesem Dorf lagern Soldaten, die unser Volk von hier vertreiben wollen. Ihr Anführer ist ein Mann namens Bulldog. Edward Braddock. Du kennst ihn? Er ist kein Freund von mir. Jeden Tag sterben mehr meines Volkes wegen Männern wie ihm. Dann schlage ich vor, das zu beenden. Gemeinsam. Was hast du im Sinn? Wir töten Edward Braddock. Doch erst müssen wir ihn finden. Ja. Ja. Na, toll, die Wurst. Ich vertraue dir nicht. Ich weiß. Und doch bleibst du. Um dich zu überzeugen. Das passiert nicht. Das sagst du. Das weiß ich. Und doch bleibe ich. Okay. Ja, wir machen den Versuch. Wir haben ja noch etwas Zeit. So soll es nicht sein. Na, was sucht ihr? Ging der Verstand verloren? Der liegt irgendwo da hinten bei den Wölfen, die euch verarschen. Suderli, nun gut, Hühner? Kennt wer Fable? Was denkt ihr, was ich jetzt Lust hätte? Ja, da
geht es rein. Und da ist unser nächstes Ziel für die nächste Folge. Danke vielmals fürs Zuschauen. Danke vielmals fürs Dabeisein. Es war mir eine Ehre, wieder einmal herrlichst abzulosen. Ja, danke Ubisoft. Ich mach da mal einen Eintrag in mein Tagebuch, wieso ich schlecht geschlafen habe, wegen eurer Zwischensequenz. Nö, kann's ja nicht sein, ihr alten Trollos, aber danke trotzdem fürs gute Game. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare oder lasst mir auch ein Follow da, ist immer gerne gesehen. Teilt das Video mit euren Kollegen und Freunden und eurer Familie. Und für mich war es soweit das. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Assassin's Creed bei Sir Bones auf dem Kanal. Bis denn dann und tschüss.